Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Evil Within 2 auf dem Weg, was wir uns erst markieren müssen, zum Theater. Die Kunstwerke haben wir jetzt zerstört. Und ich hoffe, uns geht jetzt gerade keiner auf die Nerven. Ist das irgendwie heller geworden? Sieht so sonnig aus. Sieht irgendwie anders aus, ne? Guck mal, der Himmel. Seltsam, aber ist so. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Ich glaube, hier rum müssten wir da hinkommen, ne? Läuft die Trulla denn jetzt hier immer noch rum? Ich speichere nochmal kurz, Moment. Ha, sicher ist sicher. So. Dann versuchen wir mal hier hinten rumzukommen. Hier haben wir jetzt anscheinend... Oh, oh, guck mal, ich sehe was. Oh, ich habe was gesehen. Ja. Das ist sehr schön. 12 von 32 ist ja schon armselig. Aber man sieht die halt auch einfach nicht. So, mein lieber Junge. Dann wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Du und ich. Sieht sehr cool aus. Looky, looky. Okay, wir werden schon erwartet anscheinend. Oh, hier hat er schon seine Kunst ausgestellt. Die Bilder sind ja irgendwo cool, aber wenn man überlegt, dass das echt echte Menschen sind, dann eher nicht so. Schon ein bisschen makaber, hat aber auch irgendwas Cooles an sich. Oh, wo ist ich denn da? Hab ich ja fast übersehen, ein Täschchen. Zwar nur ein bisschen Schießpulver, aber hey, besser als nichts. Und da ist auch nichts mehr, ne? Wenn ich jetzt hier mal so kurz drüber gucke, hier leuchtet auch nichts, ne? Gut. Dann nicht. Dann gehen wir mal rein. Die Vorstellung ist eröffnet. Er muss hier irgendwo sein. Sie wagen es, meine Werke zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten, weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Und sie wollen mich aufhalten. Aber sie haben versagt. Denn mit der Macht des Kerns
kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Er redet halt super cool. Ich finde ihn super vom Sprechen her. Also vom Sprechen her, seine Stimme halt. So. So, hier auch nochmal dieselben Bilder. Okay. Das Theater ist auch sehr schön. Sieht sehr cool aus. Achso, über die Absperrung ist doof, ne? Vielleicht mal hier hinten gucken nochmal. Hier kann ich auch nicht wühlen, ne? Okay. Komm ich auch nicht durch? Gar nicht, ne? Die sind undurchdringlich, die Dinger. Die Türen zu. Okay. Okay, hier ist also nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Boah, so cool. Wo geht's noch weiter nach oben? Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpe Einfallspinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde sein. Hm. Ja, toll. Hier kommen wir auch nicht lang, ne? Ne, hier ist nichts. Okay. Hier auch noch mal kurz gucken. Ja. Da drüben sehe ich noch was. Ein paar Waffenteile. Okay. Gut, dann gehen wir mal, wa? Wenn die Kunst ruft, geht noch mal schnell hier die Ecken ab. Spritze brauchen wir nicht. Okay. Haben wir denn... Ja, allzu viel Munition haben wir nicht für den Fall der Fälle. Wird schon. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo, aber mindestens ein... Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher. Bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne,
Wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße! Nein! Stopp! Erblicket meine neueste Kreation. Nein! Wunderschön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist sie nutzlos. Was für ein kranker Hund. Okay. Wow, es sieht so, so cool aus. Oh. Okay. Oh, das Licht, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, dann müssen wir sehen, wo das Licht hinfällt, wo wir sicher sind. Zum Beispiel hier. Ich will mir jetzt sehen, ob das stimmt. Wenn das Licht uns trifft, dann... Geh unter! Dann war's das nämlich. So, dann müssen wir da runter. Glaube ich. Moment. Geh runter, Sebastian! Schnell! Geh da! Moment, das dauert ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist.
warten mal kurz. Oh, 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 oh. Können wir hier nicht runter? Oh Mist. Wo können wir denn runter? Moment. Da können wir vielleicht runter. Moment. Kommt nochmal zurück, ne? Oh, das ist schwierig. Moment. Oh, 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 oh. Hier runter. So, nun. Da lang. Unter das Ding. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Hopp, hopp. Das Licht ist weg, ne? Oh. Okay. Okay, wo zum Teufel ist er hin? Wohl, es gibt nur diese eine Tür, Sebastian. Oh, hier ist nochmal ein Spiegel. Das sagt uns nichts Gutes. Das sagt uns Bosskampf. Hier ist noch eine Spritze, die wir nicht benutzen können, weil wir einfach so gut sind. So. Huch! War... Sollte das so sein? Okay, sonst ist hier nichts, ne? Gut, dann schwingen wir uns einmal in den Spiegel. Könnte ja nicht falsch sein. Hier können wir nämlich dann auch nochmal speichern. Oh mein Gott, Hilfe, ey. Ja, die Frage ist... machen wir die Schrotmuni mal voll, wa? Kann nicht falsch sein, denke ich mal. Moment, ich guck mal kurz. Hier die Explosivbolzen, den machen wir auch mal voll. Vorsichtshalber. So, dann haben wir die Schrotmunition voll. Ansonsten können wir jetzt hier sowieso nichts groß tun. Und die Waffenverbesserung. Gucken wir uns nochmal den Bolzen an. .320, das bringt gar nichts. Der ist ja auch echt schnell, ne? Mm-hmm.
Vielleicht in die Feuerrate? Boah, sie ist echt schwierig. So. Mehr können wir nicht tun, ne? Gut, dann gucken wir mal unser Gel. Ob sich das lohnt. 2500? Nicht wirklich, ne? Aber wir haben einen Schlüssel gefunden. Vielleicht kriegen wir ja was Schönes. Detective Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Mhm. Ihnen steht eine Ihrer größten Herausforderungen bevor. Sind Sie bereit? Nein. Mit Ihrer Hilfe? Hoffentlich ja. Sie brauchen mehr als meine Hilfe. Vielleicht können Ihnen noch andere helfen, die das gleiche Ziel haben. Ich habe noch niemanden getroffen, falls es Sie überhaupt gibt. Und ich kann nicht auf Sie warten. Hoffentlich sind Sie bereit. In Ihnen ist noch so viel Wut und Unsicherheit. Vielleicht. Aber Lily braucht mich. Ich muss es versuchen. Und wenn sie dabei sterben? Das habe ich nicht vor. Ihre Stimme ist halt auch super cool. Gut, dann gucken wir mal, was unser Schlüsselchen sagt. Bitte, bitte, lass es was Gutes sein. Oh, ernsthaft? Oh. Ah, Lady, das ist aber jetzt nicht so toll, was du da mit uns machst. Bisschen Gel wäre mal wieder schön gewesen, Mensch. 2500, da kriegen wir nicht viel von. Kann man da gesundheitstechnisch irgendwas tun? 4000 ist günstig, ja, total. Ja, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Dann haben wir hier 6000. Wir nehmen einfach das, was wir uns leisten können, wenn wir uns denn was leisten können. Ja, List eher nicht so. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber ich sehe, wir können uns hier nichts leisten. Das ist schön. Ja. Toll. Und ja, komm, dann gucken wir noch bei der List zur Vollständigkeit halber. Aber nein, wir können uns absolut überhaupt gar nichts, leisten. Gut. Danke für nichts, Schwester. Wir gehen dann mal. Dann muss es halt reichen, so wie es ist. Bis jetzt kommen wir auch eigentlich ganz gut durch. So, dann speichere ich nochmal schnell. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, so leid es mir tut, den Künstler unserer Träume müssen wir uns leider erst in der nächsten Folge vornehmen. Und dann machen wir ihm hoffentlich die Hölle heiß. Ich sage, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Passt gut auf euch auf, bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.